Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, endlich wieder dürfen wir ins Stadion. Das war gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her. Naja, jetzt geht's wieder ins Stadion mit neuen Trainer. Hoffentlich funktioniert es unter Daniel Thün besser als unter Preußer. Heute gegen Schalke wird es nicht einfacher. Aber wir hoffen natürlich wie immer das Beste und geben alles jetzt wieder mit Fans im Stadion und der Unterstützung dahinter. Wird es hoffentlich heute was. Und dann holen wir endlich die ersten 3 Punkte des neuen Jahres. Also alles geben, alles für Fortuna. Auf geht's ins Stadion. Es fühlt sich so unglaublich gut an, wieder in Gesichter zu blicken und alle stehen auf, wenn die Hymne hochgeht. Denn hier ist sie, die Mannschaftsaufstellung von Fortuna Düsseldorf. Und jetzt besonders laut und besonders herzlich begrüßen wir unseren neuen Cheftrainer. Das ist Daniel! Und hier ist die SL im Turnier 33, Florian! Gosselmeier! Mit der Nummer 3, André! Hoffmann! Die Nummer 8, Kuma! Piotrowski! Mit der Nummer 10, herzlich willkommen in Düsseldorf aus Wolfsburg gekommen, Daniel! Inscheck! Die 20, Königs! Aray! Mit der 23, Schitter! Appelkampf, Fußball, Gott! Die 25, Matthias! Zimmermann! Mit der 28, Rubel! Dennis! Die Nummer 30, ausgeliehen von den Queens Park Rangers, Johnny! Davies! Mit der 31, Marcel! Sobotka! Und die 34, Nikola Gavori! Die Staffel ist so aus. Präsentiert die Mannschaftsaufstellung unserer heutigen Sonderausstellung. Fortuna Düsseldorf! Und Fortuna Fans, hier sind die neuen Mannschaften. Unser Gast von FC Schalke 04 und unsere Mannschaft von Fortuna Thank you.
Abbrüche von Schiedsrichter Herrn Hausmann. Nach 45 Minuten steht zwischen der Fortuna und dem FC Schalke. Wir sehen das Ding jetzt noch gemeinsam mit eurer Unterstützung und holen die Mannschaft zurück hier auf den Rasen. Hier kommt das Team von Fortuna Düsseldorf. Fortuna! 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 Ole, ole!
Ole, 95 Ole, 95 Ole. Wieder ein Sieg und noch zwei Tore geschossen. Die ersten drei Punkte in der Rückrunde und auch die ersten Tore. Jetzt unter dem neuen Trainer. Gott sei Dank wieder. Das war so ein schönes Gefühl, da mit einem Sieg jetzt am Ende rauszugehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel genauso gefallen wie mir und auch das Video. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin gerade einfach nur noch glücklich. Ja. Die komplette Spielerverabschiedung mit allem, was nach dem Abpfiff passiert ist, das findet ihr hier oben rechts auf dem i. Da habe ich euch die ganze Verabschiedung Uncut einmal hochgeladen. Nicht nur die kleinen Ausschnitte, die ihr jetzt hier gesehen habt. Also falls euch das interessiert, guckt da einfach noch vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auch nächste Woche wieder gegen Aue. Dann wird es noch genauso wichtig. Dann müssen die nächsten drei Punkte her und dann geht die Mission Klassenerhalt jetzt hier mal voran. Jetzt gegen Schalke den ersten richtigen Schritt gemacht. Ein paar mehr Tore hätten es trotzdem sein dürfen. Und jetzt gegen Aue nochmal weitermachen. Und
jetzt auch noch mehr Tore schießen. Also, alles für Fortuna, das war's jetzt.